Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt. Und ja, wir haben ja beim letzten Mal hier ordentlich was gebaut. Ach, bevor ich es vergesse, das Video hier kommt nämlich an Weihnachten raus, deswegen schon mal frohe Weihnachten an euch alle und besinnliche Feiertage. Lasst euch reich beschenken und genießt die freie Zeit. Ja, wir haben beim letzten Mal ja hier diesen See nachgebaut aus dem Film und ich finde, es sieht schon ganz ordentlich aus. Man sieht es ja jetzt gerade mit den Paras und den Brachios. Ich bin da schon wirklich sehr zufrieden mit. Ist schon cool geworden. Heute steht auf jeden Fall das Besucherzentrum an und vielleicht diese Raptor-Station. Also ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen werden, aber das Besucherzentrum werden wir auf jeden Fall ansteuern. Das wird irgendwo hier hinten hinkommen. Habe ich ja schon hierhin platziert. Wie wir das platzieren, müssen wir mal dann gucken. Das muss ja auch realistisch sein von den Wegen und sowas her. Also ich denke mal, wir werden irgendwie den Weg hier weiterführen. Und an der Stelle könnte es eventuell sogar schon stehen. Bin ich mir aber noch nicht sicher. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal hier so ein bisschen das Ganze aufräumen. Hier so ein bisschen Bäume und Wald entfernen, das Wasser entfernen, hier diese Gebäude entfernen, damit wir eine freie Fläche haben. Und bevor wir dann bauen, müssen wir aber trotzdem nochmal in Photoshop gehen und so ein bisschen uns nochmal Screenshots aus dem Film angucken und uns so ein paar Sachen überlegen für die Planung. Und ja, ich mache jetzt mal weiter und dann sehen wir uns gleich im Photoshop. Der Park ist aufgeräumt und wir sind jetzt hier direkt in Photoshop, wieder in der Planungsphase. Jetzt überlegen wir uns so ein bisschen, wie wir das Ganze heute bauen, was wir beachten müssen beim Bauen gleich und schauen uns auf jeden Fall jede Menge Screenshots aus dem Film an. Ich habe die Szene, die wir heute nachbauen, auch nochmal extra angeguckt im Film und ich habe nochmal einige mehr Screenshots gemacht. Das heißt, wir werden hier hoffentlich auf viele Details achten können. Wobei, ich kann jetzt schon mal sagen, ihr seht ja hier schon im Hintergrund, hier sind richtig viele Pflanzen und sowas. Die werden wir sowieso nicht so nachstellen können. Und ich werde es dann auch nicht so mega tryhard versuchen, dann diesen Baum mit einer Palme zu ersetzen und sowas. Das wird sowieso nicht klappen. Wir werden das Ganze dann so machen, dass es in-game möglichst nah hier rankommt und noch schön aussieht. Also wir werden es dann nicht ganz genauso machen, weil so zum Beispiel so einen Baum können wir gar nicht machen. Hier statt diesem großen Baum können wir zum Beispiel einen Redwood-Tree machen und so weiter und so fort. Also wir werden es auf jeden Fall versuchen. Was wir aber natürlich machen können, ist hier diese Untergrundfarbe ganz gut, weil man sieht hier ist viel von diesem Braun, was wir ja auch machen können. So ein kleiner Grasstreifen im Hintergrund braun. Aber erstmal dazu, wie man überhaupt zu diesem Screenshot kommt. Also man kommt eigentlich direkt nach der Szene an dem See, die wir beim letzten Mal gebaut haben, kommt man hier an diese Stelle mit einem Cut. Das heißt, der Weg hierhin zu dieser Stelle ist unbekannt. Das heißt, wir können da den so ein bisschen frei bewegen, wie wir möchten. Wir fahren dann das kleine Stück zurück und dann wie um eine Kurve oder sowas. Das werden wir dann gleich in-game sehen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal die Szene nochmal so ein bisschen durch. Also man fährt hier über diesen, Dschungel, würde ich fast sagen. Dschungelweg so ein bisschen. Das ist auch so ein kleiner brauner Heuperweg. Fährt man ein Stückchen weiter. Und dann beginnt hier schon so ein kleines Gewässer. Das kennt ihr sicherlich auch alle. Oh, hier kann ich gar nicht zeichnen. Aber ist jetzt nicht schlimm, Leute. Ich zeige euch das Ganze einfach dann so mit der Maus. Das denke ich auch in Ordnung. Hier beginnt so ein kleines Gewässer. Und dann geht es immer weiter. Ich habe wirklich viele Screenshots gemacht, damit wir auch das Gewässer möglichst detailgetreu nachbauen können. Ihr seht schon, auf der Seite sind viele Bäume und Pflanzen. Hier auf der Seite sind viele Bäume und Pflanzen. Das ist halt mitten im Dschungel. Das ist quasi jetzt hier wie so ein Stop-Motion-Film, wenn ich da schnell durchklicke. Genau, die fahren dann ein Stück weiter. Hier vorne ist dann sogar nochmal so ein bisschen Holz unten drunter, aber das kann ich leider nicht nachbauen. Und Seerosen sind hier auch, die kann ich auch nicht nachbauen. Allerdings können wir so ein paar Büsche in das Wasser machen. Dann sieht das auch so ein bisschen wie Seerosen aus. Und tada, da sind sie schon beim Besucherzentrum. Der Weg an sich ist jetzt ja gar nicht mal so kompliziert. Da gehen die dann eine ganze Weile rein, gucken sich Filme an und so weiter und so fort. Aber der Weg ist jetzt, also was erstmal richtig interessant ist an dem Weg, das zeige ich euch gleich. Wir gehen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter durch. Genau, die sind dann da drin so ein bisschen und lassen sich hier von Dr. DNS oder wie der heißt. Wie hieß der so? Ich weiß es, Mr. DNS. Ich weiß den Namen gerade nicht. Auf jeden Fall gucken sie sich ein paar Filme an. Und danach kommt dann diese Szene, die kommt auch direkt mit einem Cut, das heißt, den Weg dahin weiß man auch nicht. Das ist ja hier diese Raptor-Facility und da muss ich sagen, die sieht in-game wirklich klein aus und das haben auch einige von euch in die Kommentare geschrieben, dass die sehr, sehr klein ist. Wobei, wenn man das hier mit der Menschengröße vergleicht, dann könnte das schon ganz gut hinkommen. Und hier das mit der Menschengröße, ich glaube, das kommt sogar hin. Können wir ja nachher mal schauen. Genau, das ist nochmal der Weg, den sieht man hier so ein ganz bisschen zu der Raptor-Facility. Da sieht man halt, dass die wahrscheinlich zu Fuß hingelaufen sind, auf so einem Sandweg von dem Besucherzentrum aus. Deswegen habe ich den Screenshot gemacht. So, genau. Und dann kehren sie irgendwann wieder zurück.
essen da, glaube ich, noch was. Und dann geht's schon los mit der Jurassic Tour. Und hier sieht man ganz gut, dass hier der Boden auf jeden Fall mit Asphalt unter der Tour ist. Und hier ist direkt das Gewässer. Auf der anderen Seite wieder so ein bisschen Wald, was auch noch interessant ist für uns. Ja, hier sieht man nochmal die Schienen und hier sieht man den Hintergrund auch nochmal so ein bisschen. Richtig viele Palmen. Hier sieht man nochmal das Gewässer und die andere Seite. Und hier sieht man auch nochmal den Hintergrund. Das ist jetzt ja auf so einem Überwachungsmonitor. Nächster Screenshot. Da fahren sie dann los. Die fahren sozusagen in die gleiche Richtung los, wo wir herkommen. Das gestaltet das Ganze auch für uns gleich relativ schwierig. Dann geht es hier schon zum Jurassic Park Tor und dort beginnt das Ganze dann. Also soweit habe ich das Ganze erstmal gescreenshottet. Mal schauen, wie weit wir heute kommen mit dem Ganzen. Aber was noch wichtig ist, was ich euch hier noch zeigen möchte, da müssen wir mal ein ganzes Stück zurückgehen. Was mir aufgefallen ist beim Screenshots gucken. Also ich habe die Vermutung, hier sind wir nämlich schon fast richtig. Ich habe nämlich die Vermutung, dass, also die Jeeps kommen hier von links, die fahren dann hier zum Besucherzentrum. Und ich habe die Vermutung, dass die Schiene, die seht ihr hier unten, nochmal einen Screenshot weitergehen, da geht die lang. Und dann geht sie hier rum. Und ich glaube, die geht hier rechts nach hinten, hinter das Besucherzentrum weg. Weil die geht ja nicht den gleichen Weg hier nach links, das würde man ja hier sehen. Also ich gehe davon aus, dass die vom Besucherzentrum aus so ein bisschen nach links geht und dann hinter das Besucherzentrum fährt. Das können wir halt auch so ein bisschen beachten. Also das werde ich dann, denke ich mal, auch so machen. Hier stehen übrigens auch noch die ein oder andere Lampe, die wir dann ja auch platzieren können. Aber ich denke mal, das war jetzt genug vom Theoretischen. Wir machen uns jetzt an das Praktische und gehen mal wieder in-game. Und da sind wir wieder und ihr seht schon, ich habe hier die Fläche jetzt soweit vorbereitet. Dieser Platz hier steht uns quasi für das Ganze zur Verfügung. Ist relativ viel, ich weiß, aber ich glaube, das wird auch relativ schwierig. Und wir werden noch relativ viel Platz haben, wenn ihr mal guckt. Also wir werden noch echt viel Platz für den Park haben. Da werden wir schon noch das ein oder andere Gehege unterbringen können. Ich bin sowieso momentan sehr zufrieden mit unserem Platzmanagement, muss ich sagen. Also ich glaube, wir haben das schon relativ gut gelöst alles. Ja doch, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das schon irgendwie alles hinbekommen. Aber viel wichtiger ist jetzt, dass wir das hier so hinbekommen, dass es realistisch ist. Das heißt, wir müssen hier den Weg ja weiterführen. Also von dieser Straße kommen wir sozusagen. Wir können jetzt ja mal eben nochmal nachstellen. Also wir sind jetzt hier an der Wiese. Und danach kommt man dann ja wieder, hier fährt man sozusagen zurück. Hier meinetwegen wieder um diese Bäume rum. Dann hier nach rechts. Und da geht dann der Weg zum Besucherzentrum. Ich glaube, ich werde sogar den Winkel hier noch ein bisschen weiterführen, dass wir hier so und dann vielleicht so eine bisschen steilere Kurve, ich weiß es nicht. Wie wir die Kurve nachher machen, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber am wichtigsten ist jetzt eigentlich, dass wir das Besucherzentrum gut platzieren. Wir müssen auch übrigens überlegen, wir brauchen, glaube ich, auch noch neben dem Besucherzentrum zum Beispiel dieses Ankunftshelipad, weil ich wüsste nicht, wie wir das sonst mit einer Wegverbindung machen können. Wobei, ich weiß gar nicht, müssen wir das machen? Ist jetzt die Frage. Also für das Besucherzentrum an sich müssten wir das nicht machen mit einer Wegverbindung. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass, ich glaube, wir könnten nämlich keine Testfahrt machen mit der Parktour, wenn die nicht verbunden ist mit dem Weg. Das heißt, wir brauchen hier, ja, ich denke mal, das brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch noch irgendwo das Ankunftshelipad. Das müsste auch noch irgendwo hier hinten mit rangeschleust werden. Am besten an der Stelle, wo man das im Film nicht sieht. Weil da können wir halt immer so ein bisschen variieren. Aber wir fangen jetzt erstmal an, das hier vernünftig zu platzieren. Könnt euch ja mal das Gebäude angucken. Ist relativ groß, hat hinten auch so ein Helipad. Und das ist die Vorderseite, die wir vorhin gesehen haben. Die ist auch wunderschön. Von der Ausrichtung her, es ist ja so schon ganz korrekt. Also wir würden von dieser Seite sozusagen kommen. Das würde ja passen, also dass der Weg von links sozusagen kommt. Das Problem ist nur, wir müssen natürlich auch nach links unsere Jurassic Park Tour dann wegführen. Das würde halt so nicht passen. Ich kann es ja mal euch einmal demonstrieren. So, genau. Also dass dieser Weg hier kommt, würde ja schon passen. Der würde von dieser Seite dann kommen. Und wenn das jetzt hier meinetwegen die Jurassic Park Tour wäre, würde halt nicht passen. Weil die müsste auch irgendwie in diese Richtung so ein bisschen gehen. So. Dann müsste sie eigentlich so nach hinten weggehen. So habe ich es zumindest aus dem Film interpretiert. Eigentlich müssten wir dann, damit das Ganze wieder aufkommt, weil wir können ja nicht hier wieder nach links oder sowas gehen. Das geht ja nicht. Weil wir können ja die Tour nicht hier hinten durchführen. Eigentlich müssten wir, damit das aufkommt, das Ganze,
irgendwo hier hinterlang gehen. Wobei, dafür müssten wir die wahrscheinlich noch ein bisschen weiter hier rüber platzieren. Einfach, dass wir mehr Platz haben. Oder das Ganze noch mehr drehen oder so, müssen wir gleich mal gucken. Aber wir müssten mit der Tourstrecke sozusagen einmal hinter dem Gebäude lang gehen. Und dann vielleicht so in diese Richtung. Und dann könnten wir hier schon diese lange Gerade machen, die man im Film ja auch sieht, die dann zum Jurassic Park Tor führt sozusagen. Die könnte man hier dann ganz gut hinmachen. Habe ich natürlich jetzt hier nicht vorbereitet. Aber ich glaube, so könnte das Ganze funktionieren. Weil wir müssen auch bedenken, wir müssen einen Rundkurs später haben, was die Strecke angeht. Das heißt, wir müssen auch in diese Richtung dann noch später weiterbauen irgendwie. Dass die Strecke irgendwie zurückführt. Ja, das wird ganz schön kritisch alles. Weil das sind alles so Sachen, die sieht man halt im Film nicht. Und die sind, glaube ich, auch nicht eingeplant. Weil im Endeffekt ist es im Film später so, die fahren in diese Richtung los sozusagen. Und dann irgendwann drehen die um und fahren diesen Weg wieder zurück. Und wir müssen halt sozusagen noch das Gegenstück eigentlich auch noch hier durchplanen. Dass wir damit einmal auch komplett durch den... Ja, dass wir halt einen Rundkurs schaffen. Da bin ich echt gespannt. Das wird echt eine Herausforderung, das so zu gestalten, dass die wichtigen Filmszenen dadurch nicht leiden. Aber ich glaube, so ist das schon relativ gut von der Planung her. Aber das Ding muss auf jeden Fall noch irgendwie hier weiter rüber oder sowas. So, ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze relativ gut funktionieren könnte, wenn wir das so ein bisschen schräg platzieren und so, dass wir dahinter echt noch ganz gut Platz haben da. Ihr seht ja hier diese Ausbuchtung noch. Vom Land erhöhen und so können wir das natürlich gleich noch regeln. Problem an der Sache ist nur, da haben wir richtig viel Platz hier verschwendet. Aber wir könnten überlegen, ob wir nicht sogar später hier das mit der Raptor Facility bauen. Guckt euch die mal an, wie klein die ist. Also die wirkt schon sehr, sehr klein gegenüber den anderen Gebäuden. Wir können ja mal eben gucken, bis die fertig ist. Guckt euch mal die Gebäude an. Sind die wohl vom Größenverhältnis her, könnte das schon hinkommen? Hier sieht man ja auch ganz gut die Menschen. Also ich glaube, das haben sie schon relativ detailgetreu gemacht. Das kommt einem immer nur so klein vor, glaube ich, das Gebäude hier. Ich würde sogar fast sagen, bevor wir jetzt hier weiter planen, also der Platz davor müsste auf jeden Fall ausreichen, weil das Gewässer, was man auf den Screenshots im Film sieht, ist jetzt nicht so krass groß. Aber ich würde sagen, dass wir erstmal wirklich die Strecke schon mal so ein bisschen planen und gucken, wo wir die Station hinbauen. Weil das wird sonst später echt alles ziemlich schief gehen. Darf hier, glaube ich, nicht zu weit weg. Aber hier muss eigentlich auch noch ein Ankunftshelipad hin. Ich glaube, wir können auch gar nicht zwei davon platzieren. Okay. Ich weiß gar nicht, wenn wir nochmal irgendwo anders Bereiche haben, wo die umlaufen wirklich. Haben wir aber, glaube ich, gar nicht. Zumindest im Film nicht. Dann wäre das nämlich auch kritisch. Wahrscheinlich waren hier sogar noch mehr Gebäude in echt irgendwo hinter, aber ich baue das halt alles nach Filmszenen. Und wir haben ja schon so wenig Platz, ihr wisst das Problem, ja. Ich blätter hier nochmal ein bisschen nach. Also ich denke mal, die drei Gebäude sind auf jeden Fall am wichtigsten. Vielleicht kriegen wir später auch noch ein Hotel hier hin oder den einen oder anderen Essensladen. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, das wäre auch cool, wenn wir hier mit Höhenunterschieden arbeiten. Dass sozusagen die Strecke später hier ein bisschen tiefer verläuft, weil dann sieht man von der Strecke aus die Gebäude sowieso nicht. Das wäre ziemlich nice. Können wir mal schauen. Platziere es erstmal so, damit wir so eine kleine Orientierung haben. Man sieht eigentlich auch immer ganz gut auf den Screenshots, dass wir auf jeden Fall die Strecke hier mit Asphaltboden nehmen müssen. Das müsste, glaube ich, diese hier sein. Ja, genau, das ist die richtige. Die haben wir nämlich hier auf jeden Fall bei unserer Tour vor dem Zentrum. Und die kommt auch von dieser Seite aus hier. Also wir sind hier schon gerade auf einem ganz guten Weg. Müssen natürlich jetzt relativ nah ran hier. Die geht dann eigentlich so nah, wie es geht, hier vorne weg. Diese Ausgänge hier, ich weiß gar nicht, ob die verbunden sind. Das sieht man im Film gar nicht richtig. Aber ich glaube, ich lasse die einfach so mit Dirt hier verbunden. Weil es würde einfach nur zu Problemen, glaube ich, führen, wenn ich... Oh, jetzt haben wir hier die Strecke gar nicht mehr richtig. Würde, glaube ich, einfach nur zu Problemen führen, wenn ich die jetzt hier auch noch verbinde. Das Gebäude muss ich ja, wie gesagt, auch nicht verbinden, weil das funktioniert ja auch ohne Verbindung ganz gut. So. Näher können wir leider nicht. Das ist wirklich schade. Und ich bezweifle irgendwie auch, dass wir da noch einen Weg zwischenkriegen. Ich denke mal nicht, dass das geht. Das ist hier wahrscheinlich schon ein bisschen zu steil, aber ich will das mal testen. Weil normalerweise
endet hier die Schiene direkt an dem Besucherzentrum. Das heißt, wir können das aber hier nur entweder mit Stein regeln, dass es später so aussieht. Aber wahrscheinlich macht mit Erde mehr Sinn, dass wir hier vor dann einfach irgendwie Erde und sowas machen, so wie es dann halt im Film ist und so ein bisschen, dass es in Gras übergeht. Geht leider nicht anders. Natürlich hier vorne bei den Wegen müssen wir dann auch wieder Erde und sowas machen, aber das sind alles so Detailarbeiten, die wir später machen können. Ich glaube ungefähr so. Dann noch ein Stück. Und nicht zu weit. Ich darf nicht übertreiben. Problem ist, ich habe hier schon wieder Einrastpunkte, die richtig kacke sind. So. Und ich glaube, dann geht's schon so hier ab nach hinten. Und dann können wir eigentlich schon hier hinten rumfahren. Würde ich zumindest jetzt so machen. Dann würden wir hier hinten irgendwo wegfahren. Und dann hier rum. Wie ich das Ganze da mache, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Och nö, ich habe schon wieder nicht diesen Asphaltboden gemacht. Dass der das auch immer wieder anders auswählt, ist ja richtig nervig. Ich zeichne das nochmal eben mit Asphalt nach. So ungefähr hier. Ich glaube sogar, dass später hier gar kein Asphalt mehr verwendet wurde. Also das müssen wir dann mal gucken. Das hier hinten ist ja sowieso alles Bereich, was wir selber individuell gestalten können. Der wichtige Bereich ist der hier vorne. Und ich glaube, vom Streckenverlauf kommt das schon relativ gut hin. Wir haben halt jetzt mega viele Screenshots, wo ich mich durcharbeiten muss. Das Gewässer geht auf jeden Fall schon ein Stückchen weiter hier vorne los. Ich werde das hier von den Größenverhältnissen auch nicht 1:1 wie im Film hinkriegen. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Das ist super, super schwer zu erkennen. Aber ich denke mal, ungefähr hier geht das los. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn ich ganz nah rangehe. Oh, das wollte ich natürlich nicht. Wir müssen auf jeden Fall auf der Höhe der Schienen bleiben. Ich hoffe, das ist überhaupt eine Wasserhöhe. Oh, das ist ein bisschen angehoben, ne? Nicht, dass das hier dann zu huggelig wird. Aber es sieht noch ganz gut aus. Weil so ein kleiner Grasstreifen ist hier eigentlich zwischen noch. Ich weiß gar nicht, ob wir den hinkriegen würden, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nicht ganz nah rangehe. Ich glaube, das wird super schwierig, wenn wir hier noch einen Grasstreifen haben wollen. Ihr seht das schon. Normalerweise müssten wir wirklich das dann so machen. Ich weiß nicht, ob der dann schon zu groß ist. Wobei das schon ziemlich nah am Film aussieht. Wenn wir das hier dann noch gleichmäßig hinkriegen. Das wird zwar viel Arbeit, aber das könnte cool aussehen später. Also wenn der Grasstreifen später in dieser Dicke ist, das wäre schon ziemlich nice, wenn wir das hinbekommen. Aber das Wasser startet, wie gesagt, ungefähr hier und ist dann auch eher länglich und geht bis... Einen Moment. Das sieht man hier gar nicht. Kann man leider gar nicht ganz genau erkennen. Aber es geht auf jeden Fall noch ein Stückchen weiter. Ich glaube, das geht einfach noch hier vorne oder so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das nicht schon zu breit ist. Das ist gar nicht so breit im Film. Ich werde wahrscheinlich auch nicht immer die richtigen Screenshots gerade angezeigt haben, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, weil ich so viele gemacht habe. Und ja, ich mache es halt einfach ein bisschen, schaut einfach zu, genießt es. Ich denke mal, so kommt das schon ganz gut hin. Ich werde das nochmal hier so ein bisschen überarbeiten an den Kanten und dann machen wir mal weiter. So kommt das schon ganz gut hin, glaube ich. Ich habe hier vorne auch noch eine Ausbuchtung gemacht, weil die sieht man auch ganz gut. Das war diese Stelle mit dem Baumstamm, die wir vorne hatten. Da sind so ein paar Palmen drauf, die können wir schon mal platzieren. Kann man einzelne Palmen machen? Nee, leider nicht, ne? Hat auch schon wieder so ein Problem. Können halt nur diese Dreierpalmen machen. Ich meine, die würden jetzt auch als Ersatz gehen, aber wir können auch versuchen, einzelne Palmen hinzukriegen. Aber das ist wieder dann Glückssache. Und das Glück ist nicht auf unserer Seite. Das heißt, wir machen auf jeden Fall die Dreierpalmen. So ein paar Büsche sind da auch. Aber ich glaube, die bringen die Palmen sogar mit sich, ne? Jo, die bringen sogar schon so ein paar Büsche mit sich. Das passt dann eigentlich schon fast perfekt. Da sind auch noch so ein paar größere Palmen davor im Wasser. Aber ich habe ja schon gesagt, das mit der Bepflanzung, das werden wir nicht so 1:1 nachbauen können. Dafür haben wir einfach zu wenig Möglichkeiten, was das angeht. Ich mache jetzt hier einfach zwei Palmen ungefähr hin. Dann ist das schon relativ gut. Wäre das jetzt ein Planet Zoo, dann könnten wir natürlich uns hier richtig krass austoben. Aber so ist das natürlich alles nicht so einfach. Hier ist auch noch ein Baum eigentlich vor, so ein größerer. Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendeinen nehmen könnten. Vielleicht so einen? Man sieht halt nur den Baumstamm im Bild. Der ist auch so relativ hell. Ich könnte halt überlegen, so einen zu nehmen. Aber der ist schon ein bisschen sehr groß.
Uff. Wenn, dann würde der von der Größe noch gehen. Sieht man ungefähr hier vorne. Aber ich glaube, der verdeckt echt schon fast zu viel. Bin mir nicht sicher. Wobei, das kommt eigentlich schon dann relativ gut an das Original ran. Also der ist gar nicht so schlecht. Im Hintergrund sieht man auch viele von diesen Bäumen. Vielleicht können wir da auch nochmal ein paar Redwood Trees einfach platzieren. Ich glaube, ich werde gleich auch einfach so ein bisschen mal das Ganze nachbauen und für euch rausschneiden, weil wir sonst einfach nicht vorankommen. Und das ist einfach auch schwierig dann aufzunehmen, wenn ich die ganze Zeit ja so ein bisschen hin und her swappe zwischen den Screenshots und sowas. Aber ich glaube, das sieht aber schon relativ gut aus, wenn man mal so guckt. Das Einzige, was man nicht auf diesem Screenshot sieht, den ich gerade wahrscheinlich hoffentlich für euch einblende, sind diese Palmen hier, aber die gehören zum Besucherzentrum. Also die kann ich so jetzt auch nicht entfernen. Aber es sieht ja schon ganz gut aus. Ich würde sagen, ich bepflanze hier nochmal ein bisschen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So Leute, da bin ich wieder. Es hat sich einiges getan. Ich habe das Gebäude nochmal ein bisschen umplatziert, das Gewässer hat sich verändert und ganz, ganz viele, ja, Redwood Trees. Im Film sind es, glaube ich, alles so weiße, große Palmen. Aber von dem Stämmen her kommen eigentlich diese Redwood Trees in Jurassic World Evolution am nächsten dran. Deswegen mache ich hier einfach so einen kleinen Redwood Tree Wald draus. Wir haben leider nicht die Möglichkeiten, das originalgetreu zu machen, weil wir halt nicht die richtigen Bäume haben. Aber ich denke, das ist schon ziemlich nice so. Ich habe auch wirklich versucht, die Bäume wie im Film genau identisch zu platzieren. Und das habe ich, glaube ich, auch relativ gut hinbekommen. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Ich glaube, das kann richtig, richtig cool hier werden. Aber es gibt noch einiges zu tun. Ich habe übrigens auch hier diese Lampen platziert. Die habe ich auch genau wie im Film platziert. Das sieht schon, glaube ich, alles relativ gut aus. Was wir noch ändern müssen, ist, glaube ich, hier der Weg mit der Kurve. Die Kurve müssen wir nämlich noch ein bisschen weitermachen. Dass sozusagen dieses Wegstück noch ein bisschen länger ist. Die Kurve dann sozusagen erst hier so rauskommt. Da kann der nochmal die Kurve so einen kleinen Schlenker machen. Der Weg an sich ist natürlich auch breiter. Aber das habe ich ja bewusst gemacht. Finde ich auch cool eigentlich. Die größten Verhältnisse kommen ja sowieso alle nicht hin. Also das ist leider so. Das geht alles leider vorne und hinten nicht so richtig auf. Aber es sieht schon ganz gut aus. Wir müssen natürlich gleich hier dieses Waldstück dann auch noch so ein bisschen gestalten. Und hier vorne müssen noch mega viele Bäume und Büsche hin. Und dieser ganze See ist auch mega voll mit Seerosen. Da werden wir auch noch einiges reinklatschen müssen. Wahrscheinlich am ehesten diese Dinger hier, ne? Wie sehen die aus? Oh, die gehen auch klar. Wie sehen die aus? Ja, die eher nicht so. Also ich denke mal, diese beiden Dinger sehen schon relativ gut aus wie irgendwelche Sachen, die halt im Wasser sind. So seerosenmäßig. Deswegen eignen die sich, glaube ich, ganz gut. Ich werde das jetzt auch einfach irgendwie da so ein bisschen reinklatschen. Aber ganz so genau will ich es dann auch nicht nehmen mit den Seerosen, weil wir haben ja eh keine Seerosen. Wir machen ja gerade eh schon das Beste da draus, was geht. Ich will hier auf jeden Fall so eine Dschungeloptik hinkriegen, wie es auch im Film zu sehen ist. Das wäre das Hauptziel. Wenn auch noch hier den ein oder anderen Busch definitiv zwischenmachen und auch vielleicht so ein bisschen bräunlich noch. Obwohl hier oben zum Beispiel ist kein... nicht, was heißt hier oben? Ich habe hier auch das Land nochmal angehoben, weil es im Film auch so ist. Also ich habe wirklich versucht, so detailgetreu wie möglich zu arbeiten. Echt mein Bestes gegeben. Ich hoffe, ihr seid mit dem Ergebnis bis jetzt zufrieden. Also ich bin es auf jeden Fall. Das passt schon. Ich werde später ja auch noch so ein bisschen Bräune und so werde ich da auf jeden Fall noch mit reinbringen in den Boden. Einfach, weil es dann ein bisschen natürlicher aussieht. Auch wenn es im Film gefühlt auch immer alles mega grün ist. Weil wirklich richtig krass grün immer alles. Aber so ein bisschen Bräune kann den Ganzen nicht schaden. Ich will jetzt nochmal eben zu einem bestimmten Screenshot springen. So, diesen hier nämlich. Da seht ihr nochmal den Weg hier hin. Da sieht man ganz gut, dass das vorne hier noch relativ braun alles ist. Hier nur so ein ganz kleiner Grasstreifen eigentlich. Also hier ist eigentlich alles relativ braun. Ich werde auch den Grasstreifen so ein bisschen, glaube ich, noch, glaube ich, mache das auch hier noch ein bisschen grüne Akzente mit drin. Das ist teilweise gar nicht so einfach bei JWE. Ah, das sieht aber schon ganz gut aus. Wir müssen jetzt hier noch mega bewalden. Also es ist richtig krass,
viele Bäume wir noch brauchen. Ein kleiner Baum fehlt hier auf jeden Fall noch. Was heißt kleiner Baum? Ich meine natürlich einen kleinen Redwood Tree. Der ist natürlich trotzdem ziemlich groß. Der muss ungefähr hier hin. Und hier müssen gleich auch noch irgendwie Büsche oder sowas hin. Da können wir dann nur diese Bäume nehmen, die uns das Spiel vorgibt. Es geht nicht anders. Ist gerade echt schwer, euch das immer anzuzeigen mit Screenshots. Also ich werde viele Sachen vermutlich euch nicht richtig zeigen können. Hier müssten wir jetzt eigentlich noch so einen richtig großen, dicken Baum hinmachen. Aber viel dicker als das kriegen wir, glaube ich, nicht hin, ne? Ist der andere dicker? Ich weiß es nicht. Ne, der ist noch kleiner. Das ist der Dreier. Ne, ich glaube, der unterste ist schon der dickste Baum. Ich könnte natürlich auch ein Dreier-Kombo machen. Stattdessen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Dann haben wir hier statt dem einen großen einfach drei Redwood Trees stehen. Macht ja auch rein gar nichts. Ansonsten dahinter wird auch noch richtig viel bewaldet. Und auch hier daneben. Wir werden uns jetzt, was Wald angeht, auch echt noch frei austoben, so ein bisschen. Ich wollte eigentlich nur den einen Baum entfernen. Das gibt's doch gar nicht. So. Ey, man kriegt nie die Bäume erwischt, die man gerne hätte, ne? Echt unglaublich. Guck mal, jetzt will ich den Baum hier drin entfernen. Ah, hat geklappt. Okay, man muss nur genug meckern. Läuft, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, hier hinter wird auch noch relativ dichter Wald kommen, natürlich. Und auch hier vorne, das sieht man nämlich nicht. Im Film. Also eigentlich sieht man erst wieder im Film ab dieser Stelle hier. Ah. Könnt ihr jetzt auch oben rechts den Vergleich sehen. Es kommt schon einigermaßen daran, ne? Also so ein bisschen. Hier vielleicht noch eine Palme oder sowas. Können wir einen bauen. So, noch eine Palme hier hin. Und da kommt das schon echt relativ nah an das Original ran. Bin ich schon echt zufrieden mit. Noch ein paar Büsche. Ich werde allgemein hier noch ein paar Büsche und so einbauen. Ah ne, das ist... Ne, die Straße ist erst hier hinter, ne? Man kann schon fast gar nicht mehr die Straße erkennen, weil ich hier so viel braun gemacht habe. Ich würde hier gerne noch so ein bisschen andere Farben einbauen, dass es natürlicher aussieht. Aber das ist, der Rasen zum Beispiel, der Sand zum Beispiel geht gar nicht. Wäre nicht nice. Auch so ein bisschen Klippen und so kann man auf jeden Fall machen. Aber der Weg muss sich natürlich noch abheben, ne? Hier müssen wir auch noch auf jeden Fall Wald machen. Vielleicht so ein paar Redwood Trees auch hier nochmal hin. Hier dann sozusagen dieser Redwood hier losgeht. Auch wenn es in echt vielleicht kein Redwood war. Ja, eigentlich ziemlich sicher kein Redwood war. Wir machen einen draus. Macht ja auch gar nichts. Ich finde es ganz cool, dass hier ein Redwood ist. Ich hoffe, da habt ihr echt nichts dagegen. Aber ich wüsste nicht, wie ich es anders regeln sollte. Keine Ahnung. Hier variiere ich gerade auch wirklich einfach so ein bisschen selber und tobe mich aus, was die Gestaltung angeht. Werde ich jetzt auch so noch ganz viel gestalten. Schneid's dann raus. Ich mache jetzt nur so ein bisschen beispielsmäßig mit euch mal, wie ich das Ganze gestalte, in welchem Stil, und dann werde ich das, denke ich mal, noch so ein bisschen übernehmen. Aber so sieht das ja schon ein bisschen natürlicher aus, wenn man hier reinfährt. Sieht doch schon ganz gut aus. Hier fährt man dann lang, dann kommt man hier durch, dann hier hinten zu dem Besucherzentrum. Das ist doch schon ganz ordentlich. So Leute, ihr seht jetzt, die Rückseite hier gestalte ich jetzt auch so ein bisschen wild durcheinander, wie ich gerade Lust habe. Hab hier noch ein paar Felsen hingemacht, das Ganze so ein bisschen angepinselt und da werden gleich noch einige Bäume hinkommen, weil diese Rückseite sieht man halt auch gar nicht so richtig. Man sieht nur, dass die sehr, sehr bewaldet ist. Will aber auch nicht übertreiben hier. An dem Ufer. Ist halt immer sehr schwer mit diesen ungenauen Tools. Man will immer nur so ein paar Bäume machen, aber meistens übertreibt das Tool sowieso und rastet komplett aus. Können wir es auch mal so ein bisschen dichter machen, warum nicht? Ich will auch so ein paar Redwood Trees dann noch zwischen haben. Sieht das schon ganz gut aus. So. Und so. Das sieht auch schon ziemlich ordentlich aus. Ich werde hier auch noch den ein oder anderen Felsen, denke ich, einbauen. Vielleicht können wir mal so einen noch hier hin machen, so einen großen. Aber möglichst nah an dem Ufer hier, dass man das sozusagen aus den Filmszenen her nicht sieht.
Das ist mir hier schon fast zu too much, weil er durch das Wasser zurückgegangen ist. Muss ich sagen. Müssen wir jetzt nochmal das Wasser versuchen nachzuzeichnen. So, das kriegen wir ganz gut hin. Und dann versuchen wir mal einen anderen Fels aus. Nehmen wir einfach mal so ein. Der sollte nämlich das Wasser hier nicht so beeinträchtigen. Und dann kann man wieder ganz gut vielleicht noch ein bisschen Fels hier mal untermachen. Damit wir ein bisschen Variation haben. Und dann sieht das Ganze doch schon ziemlich cool aus. Da bin ich schon recht zufrieden mit. Geht schon sehr nah an das Original vom Film ran. Man kann ja auch von hier hinten einen Weg eigentlich abführen. Guck mal, hier ist doch auch ein Weg. Den können wir dann später nutzen. Das ist doch eine coole Idee. Hier geht nämlich auch so ein Weg ab. Den könnte man dann später so ein bisschen in diese Richtung führen. Ist halt sehr, sehr breit. Ich müsste den dann wirklich noch auch wieder schmaler machen. Weil das soll eigentlich nur so ein Fußgängerweg werden. So, der soll eigentlich... Ja, das schmaler machen kann ich auch gleich noch machen. Ich zeichne jetzt erstmal die Form, in welche Richtung der gehen soll, damit ihr das seht. Und das schmaler machen, das schneide ich dann gleich für euch raus. Dann müsst ihr euch damit nicht rumquälen. Ich denke mal, ich würde einfach dann hier rüber gehen. Über diese Schienen. Und dann hier hinten könnten wir dann noch versuchen, diese Raptor Facility oder so zu bauen auf dem Sand. Da müsste dann auch irgendwann der Weg so übergehen zum Sand. Könnte man ja dann nach und nach machen. Und dann da die Raptor Facility hin. Wäre, glaube ich, ganz cool. Dann haben wir die auch untergebracht. Hier hinten müssen wir dann noch weiter bauen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Da geht es dann nämlich zum Jurassic Tor. Ich mache mal eben die Wege hier ein bisschen schöner und dann bauen wir weiter. Ja, sehr viel sieht man da leider nicht. Man sieht halt, dass sie auf Sand steht und dass sie umgeben ist von Bäumen und einem Berg im Hintergrund. Den Berg im Hintergrund, den hätten wir auf jeden Fall gegeben. Also es geht klar. Und ich gehe halt davon aus, dass sie da zu Fuß hingegangen sind über einen Sandweg, der dann sozusagen hier dieses Stück wird. Wir müssen die natürlich jetzt erstmal platzieren und das müssen wir natürlich auch richtig rummachen. Hier haben wir das ganze Stück und hier seht ihr, das ist super, super klein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Weg, von dem die kommen, der linken Seite ist, ne? Eigentlich auf dieser hier. Oder? Ich glaube schon. Aber ich will das Ding eigentlich eher so rum platzieren. Irgendwo hier hinten hin. Also ich glaube, die kommen halt was auf der linken Seite raus. Aber wenn jetzt der Weg von uns von rechts kommt, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Also es ist jetzt nichts, was uns umbringt, denke ich. Ja, wir werden natürlich hier nicht ganz so viel Sand um die Facility-Anlage an sich machen. Aber das sieht man in echt, also im Film auch so ein bisschen auf dem Screenshot, dass halt nur so ein bestimmter Bereich mit Sand abgesteckt ist. Und ansonsten ist da halt Gras, Erde und was man da nicht alles findet. Pflanzen natürlich relativ viele. So, wir machen mal so. Das Gebäude kommt mir so klein vor. Es ist einfach so winzig. Das ist echt unglaublich. So. Und der Sand. Der sieht aber eigentlich schon ganz gut aus. Von der Optik her. Ein bisschen mehr hier. Mit Sand habe ich auch noch gar nicht gearbeitet in dem Park hier bis jetzt. Der ist es gerade sehr ungewohnt. Sagen, dass wir man auf jeden Fall von hier oben irgendwie kommt. Dann nach und nach bis zu einem Sandweg. Jetzt so sagen, dass man das versucht so hinübergehen zu lassen. So. Natürlich hier so ein bisschen schmaler. Und gleich dazwischen noch ein paar Bäume und Pflanzen macht. Das ist, glaube ich, ganz nice. Ich glaube, eine andere Position wäre tatsächlich besser gewesen oder smarter gewesen. Aber die bietet sich halt an, weil wir den Platz da noch haben. Bei diesem Raptor-Gebäude. Aber auch relativ schwierig, das, alles so zu sehen, wo das alles liegt. Weil halt einfach Cuts dazwischen sind. Ziemlich gemein. Außenrum sind relativ auch bergige Sachen. Das Land ist auch so grünlich, erdisch. Und ja, relativ gut bepflanzt. Den können wir uns hier auch so ein bisschen austoben.
das Ganze angeht, den Untergrund. Das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Hier sind dann auch so Klippen, das passt eigentlich auch mit dem Hintergrund ganz gut überein. Wir werden jetzt mal hier ordentlich Bäume noch machen. Pflanzung vielleicht nicht ganz so übertrieben. Man soll ja auch noch die Klippen im Hintergrund so ein bisschen sehen. Einer Baum noch mehr. So ein bisschen mehr will ich die Klippen schon sehen. So ist gut. So ist wirklich super. Dann werde ich das Ganze einfach dicht machen. So. Das ist schon sehr, sehr dunkel hier von den Bäumen, vom Schatten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir hier nicht zu viele Bäume vorhaben. Das wird hier ganz schön kritisch mit den Bäumen. Ich will halt schon, dass sie noch in der Sonne ist, damit das auch aussieht wie im Film, weil da steht sie auch mitten in der prallen Sonne. Ich weiß nicht von der Drehung her, ob die mir so gefällt. Oder ob die nicht noch andersrum muss. Ich glaube, wir sollten die eher noch so ein bisschen drehen. Mehr in diese Richtung. Das ist ganz gut. So, sehr schön. Könnten wir auch noch hier hinter ein bisschen Bäume machen. Vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Felsen oder sowas. Kann nicht schaden, auch wenn man jetzt hier im Film keine sieht. Aber ihr wisst ja, die Dekomöglichkeiten sind leider sehr begrenzt. Gibt es eigentlich ein Velociraptoren-Schild? Würde ich auch noch cool finden. Richtig cool finden. Das können wir gleich mal eben schauen. Könnten wir das sogar noch platzieren. Dass es hier zu den Raptoren sozusagen geht. Hier würde ich das Ganze dann auch relativ dicht machen. Dass das so ein abgesonderter eigener Bereich ist. Würde ich hier nicht auf der Straße den Rasen. Vermeiden wir. Und halt hier wieder nicht vernünftig weg. So, wir können aber natürlich auch noch mal diese anderen Bäume benutzen. Diese hier. Benutze ich sowieso viel zu selten. Ihr habt es auch schon oft in die Kommentare geschrieben. So, damit kann man nämlich auch wunderbar zubauen. Das ist super. Vielleicht können wir auch noch mal ein paar Redwood Trees hinbauen. So. Ich habe Angst, dass sie mein Bild da kaputt machen. Weil ich will halt, dass das so nah wie möglich am Film aussieht. Können wir so machen. Ja, das ist ganz cool. Hier müssen wir sowieso auch noch voll viele Bäume vormachen später. Und auch noch vielleicht ein paar Felsen, ein paar Erhöhungen und sowas. Aber wenn das alles so Flachland ist, sieht immer sehr langweilig aus. So. Dann müssen wir mal schauen, dass wir das in der nächsten Folge nochmal alles so ein bisschen überprüfen, dass das da hinten gut aussieht. Aber das ist jetzt schon mal so der Grundriss. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. In der nächsten Folge machen wir das dann, glaube ich, fertig. Ich schaue jetzt nochmal, ob wir hier coole Visitors haben. Wir müssen allgemein noch ein bisschen mehr ausschildern, glaube ich. Dog. Da, Velociraptor. Gibt es halt wirklich das Schild? Könnte man dann irgendwo hier noch hinmachen oder so? Weiß es nicht. Wir können ja auch noch hier ausleuchten mit Lampen und sowas. Das sind alles so Details, die können wir ja in der nächsten Folge mal machen. In der nächsten Folge stehen auch noch einige Dinge an. Ja, das finde ich cool. Vielleicht können wir auch noch hier noch so einen Stromdingsbums oder sowas mal machen. Wäre, glaube ich, auch realistisch, wenn wir sowas noch später irgendwo einbauen an der einen oder anderen Stelle. Aber jetzt erstmal bin ich, glaube ich, schon relativ zufrieden. Ich würde sagen, ich hole mal eben hier die Safari-Tour her und dann gucken wir uns das mal an. Und vergleichen das mal mit dem Original, was wir heute geschaffen haben. So, meine Freunde, jetzt seht ihr das Ganze nochmal im Vergleich. Oben rechts das aus dem Film und hier das, was wir gebaut haben. Ich finde, mit den Mitteln, die wir in Jurassic World Evolution haben, ist das schon relativ gut geworden. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit und das soll es auch für die heutige Folge gewesen sein. Eine Sache habe ich allerdings vergessen in dieser Folge. Ich wollte eigentlich die Dinosaurier noch benennen, weil ihr habt letzte Folge was in die Namen für die Dinosaurier in die Kommentare geschrieben. Das verschiebe ich jetzt einfach mal auf nächste Folge und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Wahrscheinlich zweiter Weihnachtstag oder den Tag danach wird die kommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals bei euch fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, unten ist der Abo-Knopf. Ansonsten bedanke ich mich
vielmals bei euch hatten wir gerade schon. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch angenehme Weihnachtstage. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.